Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, wir haben gerade gesehen, die Forschung ist gerade fertig geworden. Da drücken wir gleich mal drauf und lasset uns das auch gleich machen. Ich hätte gesagt, was macht denn jetzt am meisten Sinn? Schwere Rüstung? Das ist noch zu teuer. Mining Drill Research. Das ist elektrische Erzförderer 2. Bauplan. Dafür bräuchte ich Stahl. 50 Stück. Steel Plates. Das ist eigentlich Reparaturkit Nummer 2. Macht eigentlich mit am meisten Sinn. Machen wir das erstmal. So, wir sind jetzt hier oben immer noch. Da hätte ich mal gesagt, wir ziehen jetzt mal den Weg noch ein bisschen weiter. Dann wird das hier jetzt sozusagen begradigt und schon ist alles wieder weg. Freude. Ich merke das schon. Alles klasse. So, was ich jetzt mir überlegen muss, ist, wie ich sozusagen jetzt meine City Blocks anpasse. Ich will auf jeden Fall hier noch einen weiter rüber gehen, weil Dampf, ne, kann ich ja weiterführen. Kann ich da drüben machen. Das müsste ausreichen. Ich sag mal, da kriege ich 1, 2, 3, 4 Stück hin. Und die kann ich durchziehen. Also das müsste, die zwei müssten für die Energiekohle ausreichen. Ich muss noch dran denken, dass ich auf jeden Fall hier reinkommen muss und die Kohle auch abliefern muss. Das heißt aber für mich auch gleich, diese Reihe hier wird die Transportreihe. Also das heißt, hier wird dann definitiv die ganzen Pipes ankommen und so weiter und so fort. Jetzt muss ich mal schnell auf die Minimap gucken. Die Minimap sagt mir, ne, wir sind jetzt hier oben. Ja, können wir ein wenig näher ranzoomen. Wir sind jetzt hier oben. Das heißt jetzt für mich eigentlich, dass es am meisten Sinn nach hier und nach hier macht. Dann hätte ich auch gesagt, dann wird auch irgendwo, ja, dann ist hier der Transport. Dann hätte ich gesagt, mache ich hier, dann machen wir hier irgendwo die Erzverarbeitung. Könnte ich dann hier und hier machen? Ja, ich kriege nämlich immer nur zwei Stück rein. Wir haben ja Stein, Kupfer, Eisen, Stahl. Das ist auf jeden Fall die vier. Uran weiß ich gar nicht. So weit war ich noch nie. Wollen wir mal sehen, was da noch alles kommt. Und wie gesagt, das große Ziel ist jetzt wirklich auch, das hier durchzuziehen und bis zum Schluss. So, dann hätte ich mal gesagt, Kohle habe ich jetzt gerade noch oben abgeliefert. Aber ich hätte wirklich gesagt, dann haben wir hier so einen Bereich, wo ich sagen könnte, könnte man sogar hier rauf gehen und dann hier rüber. Da könnte man hier unten irgendwo einen Bahnhof hinsetzen. Der wurde dann hier dann nach hier verteilt. Ja, hört sich fast nach einer Lösung an. So. Reparaturkit. Oh, da habe ich aber nicht mehr viel drin. Das heißt, ich brauche jetzt was? Zahnräder, die haben wir hier. Dann kommen erstmal wieder da rein. Aber, ah doch, 125 Steine haben wir noch. Das ist schon mal gut. Und dann hätte ich mal gesagt, wir machen mal hier ein bisschen was. Das heißt 69 Kohle. Das wird aber bei weitem nicht reichen. Und ich sehe das gerade richtig. Der ist fertig. Dann hätte ich gesagt, gehen wir hier mal nach unten.
Und wir packen hier die Kisten dran. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder eine gute Kohleproduktion. So, hier sagt er mir, ich habe noch weitere 4 Stück fertig. Da werden jetzt dann bestimmt die Zahnräder fehlen. Packe ich mal die restlichen 500 Platten da rein. Egal, werden umgearbeitet. Ich müsste genügend Eisen hier drin haben. Ja, über 1000. Also, das ist super. Na, wir brauchen ja die Miner, weil, wie gesagt, wir müssen das Riesenkupferfeld, wir müssen das Eisenfeld, wir müssen das Kohlefeldchen. Alles noch mit anschließen. Das ist jetzt eins meiner nächsten Ziele. Und natürlich auch mal da oben langsam anfangen. So. Wir sind jetzt da soweit. Da kann ich mal die 500 da rein pressen, dass die es laufen anfangen. Da kann ich noch ein paar Maschinen auch gleich mitmachen. Eine ganze. Doch so viel. So, jetzt haben wir schon mal 20 Stück. Des Weiteren, es ist ja jetzt noch dazu gekommen, die Electronic Assembling Machine. Da bauen wir uns jetzt auch mal eine. Kann nämlich sein, dass die jetzt gleich hier ausgetauscht wird. Ja, der Vorteil ist nämlich, die ist nämlich viel kleiner, viel süßer. Ja. Und auch, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja, und dasselbe machen wir jetzt auch mit der hier. So, da kommst du nämlich auch daher. Und du machst mir jetzt bitte diese Komponenten. Und dann kannst du nämlich hier mal ein wenig abgehen. So, dann haben wir das durch, wobei ich geht noch ein bisschen gerne Kohle wollen. Kommen die 250 haben wir auch durch. Ja, nehmen wir gesagt, ich schaue mir jetzt mal noch, ob ich da bei ein Steinchen finde, dass wir da gehen Richtung 500 wieder laufen. Da hinten sind auf jeden Fall welche. So, hier haben wir auch einen. Dann machen wir das auch noch weg. Oh, da ist sehr viel Stein. Das ist sehr schön. So, jetzt müsste ich eigentlich, ja, locker. Das heißt, wir haben jetzt 250 Steine, die wo wir für die Platten, also für diese Ziegelsteine hier verbrauchen können. Und die anderen 250 werde ich dann eiskalt hier in die Maschine reinjagen und sagen, mach mir mal bitte da einen Steinkies draus, weil das ist nämlich auch wichtig. Ah, da hinten aber ja noch Stein, das schon mal ist sehr gut. Ja, das heißt nämlich, ich kann dann oben eventuell das soweit schon mal fertig kriegen. Lassen wir dann vielleicht unsere. Ja, wobei Blueprint kann ich machen, weil dann müsste leer sein. Das kann ich dann nur machen mit dem Nachbargrundstück, weil das erstmal nicht angetastet wird. So, dann haben wir schon mal das jetzt fertig. Dann hätte ich gesagt, wir machen das Stahlwerkzeug, weil dann können wir schneller abbauen.
Und wir gehen mal nach oben und bauen da oben ein bisschen. Nein, ich gehe wieder zurück. Da lang war ich schon zu 90% oben. Ich habe natürlich mein Kies vergessen. Na, das bisschen warten wir noch ab. Jawohl, 527, das ist schon mal ganz gut. So, was fehlt mir denn hier überhaupt? Ich habe mir gesagt, 250 davon. Die kommen da rein. Und der Rest kommt hier rein. 250 kommen da rein. Und die restlichen Platten kommen da rein. Das nehmen wir raus. Haben wir noch was drin? 6 Stück, jawohl. Bei mir kommt es mittlerweile so vor, genau, dass ich da hier Stromknappheit habe. Und deswegen nichts mehr passiert. Und das Schöne ist ja, ihr seht jetzt gerade, die Maschinen, die wohl jetzt hier angeschlossen sind, die werden oben, also sozusagen die Netze sind voneinander getrennt. Jetzt brauche ich Eisenplatten. Aber dann baue ich mir nochmal so ein Kraftwerk. Und hänge da ein wenig Kohle rein, dass wir da mal Strom hier unten generieren. Weil ich muss, das muss ein bisschen schneller werden. Das ist ja sehr traurig hier. So, dann heißt es jetzt 250 davon. Und dann gehen wir mal nach da. Sind die auch angeschlossen? So, jetzt sind wir bei 543 kW Bedarf und 800 Abdeckung. Das heißt, die ganzen Maschinen laufen jetzt hier wieder mal auf Karacho. So, wir haben jetzt mal 24 davon. Da nehme ich auch mal welche mit. Da haben wir jetzt schon 48. Kann man ja mal zufrieden sein. Oh, wir schmeißen hier mal ein paar Teile rein. So, und jetzt haben wir auch alles dabei und wir gehen nach oben. Es würde nur leider nicht reichen, ne? Weil wir haben ja vorhin gesehen, ne? Das sind 50 Stück, was ich jetzt habe. Das heißt, ich werde die Seite jetzt auf jeden Fall noch hochkriegen. Oder auch nicht. Stimmt, weil ich hier 100 brauche. Ha! Ich brauche ja 100 pro Seite. Ah, aber mit den nächsten 125 könnte ich dann in den gesamten Rahmen fertig kriegen. Das wäre schon mal nicht so schlecht. So, 138, 244, Wahnsinn. Also die verbrauchen schon ganz schön viel. Ja, okay, das sind aber auch die Miner, ne? Die Miner futtern pro Minute momentan 540 kW. Und das wird gleich jetzt mehr. Weil wir haben ja noch eine zweite Möglichkeit. Aber ich sehe gerade, das größte Problem ist, okay, das heißt jetzt, ich muss jetzt meine, die muss ich jetzt dahinter aufstellen. Oh, und dann machen wir den ganzen Käse hier weg. Und ich packe jetzt erst einmal normale Kisten hin, dass er läuft. Und dann packen wir mal die oben drauf. So. Und dann kommst du hin. Wir können zufrieden sein. So, das heißt jetzt, da sind 993 drin, das sind noch 1800.
Da sind sogar schon über 10.000, 14.000. Also gibt es ein paar. Das Jarm, was oben angezeigt wird, habe ich gar nicht erklärt bis jetzt. Ist vielleicht auch für die meisten selbsterklärend. Aber ich möchte trotzdem noch ein paar Worte dazu verlieren. Und zwar, man sieht jetzt hier, ne, ich habe jetzt also 303.009 sind da drin. Wenn ich jetzt auf die Karte gehe, ne, steht hier 309.000. Und er sagt jetzt, er hat noch 302.951, was jetzt da im Boden drin. Er steht dort Eisenerz. Wir bauen momentan 70,8 Stück pro Minute ab. Und das heißt, der in 70 Stunden und 56 Minuten ist Realtime, ist das Ding abgebaut, also komplett weg. Ja, man muss halt aber davon ausgehen, dass jetzt er sagt, okay, das ist jetzt das, was die hier abbauen. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt hingehe und den komplett vollklatsch, dann wird ihr sehen, wie auf einmal die Zeit schrumpft. Also die Zeit schrumpft ja jetzt schon, weil es sind ja noch 6 Stück dazugekommen. Ja, und das ist ja auch das, was ich mir gerade so ausmalen muss. Wo tue ich was hin? Also, wenn ich sowieso schon unten bin. Die Steine müssten durchgebrannt sein. Jawohl, ist rot. Das heißt, ich habe jetzt die nächsten 125. Und ich sollte mir mal langsam Gedanken machen, dieses Feld hier auch abzuernten. Jetzt machen wir das mal jetzt so. Ja, wenn wir den jetzt hier so anschließen. Halt. Machen wir das platt so mit. Und das Schade ist jetzt, wir haben leider keine Strommasten mehr. Baum halt schnell welche. So, das heißt, das ist jetzt mit angeschlossen. Da haben wir schon mal 1,6 Megawatt, was wir verarbeiten. So, was haben wir denn hier noch drin? Da haben wir noch 23 drin, da haben wir noch, ja. Das ist eine Größe, die man gar nicht mehr erwähnen muss. So, aber wir gehen jetzt mal hier hin. Haben wir hier auch gleich ein paar aufgestellt. So, und jetzt werden gleich die hier unten sozusagen nicht überflüssig, aber die werden jetzt sozusagen gleich von oben unterstützt. So, wenn ich dich jetzt so aufbaue und dich so aufbaue und dasselbe auch noch hier mache, dann kann ich jetzt hier noch meine Kisten rein knallen. So, und dann packe ich dich dahin, dann sind die auch noch angeschlossen. So, das heißt, wir haben jetzt angeschlossen Kohle und Stein. Das heißt, mir fehlt nur noch Kupfer. 2 Stück haben wir noch. So, dann bauen wir erst einmal die hier ab. So, und da bin ich jetzt mal so richtig. Ah, okay. Pampig.
bekomme ich da auf jeden Fall noch einen hin und da kriege ich auch noch einen hin. So, da kommst du dahin, 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 dahin. Nein, komme ich nicht, weil ich stelle mich mal wieder im Weg. So, und dann heißt das jetzt für mich hier die Linie weiterführen. Dann ist es jetzt auch noch angeschlossen. Passt perfekt. So, das heißt, wir haben jetzt alle Vorkommen schon mal mit den Elektrofördern voll gemacht. Das heißt, wir bauen jetzt auch gut ab und jetzt werden sich auch hier die Zeiten ändern. Massiv. So, wir stellen wieder auf eine Minute um. Ja, wir machen jetzt 8 Megawatt. 3,3 zu 8 können wir erzeugen und 3,3 werden verbraucht. Mal nicht schlecht. So, und der da ist schneller weg gewesen, als dass er da war. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck gewesen. Ja, sobald der jetzt dann leer ist und der, dann werden die auch gedreht. Okay, so, was haben wir denn jetzt alles hier noch? Da haben wir alles nichts mehr drin. Da haben wir 52 von denen. Also da kann man nicht maulen, dass ich da keine habe. Und da gehen wir mal auf 250, dass es da auch ein bisschen vorangeht. So, dann gehen wir mal hoch und schauen gleich, wie viele Steine wir hier drin haben. 866, das ist auch eine gute Zahl. Das heißt, ich kann hier auch gleich den Ofen wieder laufen lassen, wenn wir die nächsten Steine kriegen, weil wir müssen uns ja verbreitern. So, was ich auf jeden Fall noch gucken wollte, genau, weil wir möchten nämlich auch jetzt noch die Landschaft ein bisschen aufdecken. Das heißt, hier kommt jetzt mal ein Radar hin, einfach nur provisorisch. Das würde noch sehr oft hören, dass das einfach nur provisorisch ist. Ich sehe gerade das Schlimmste, das ist da schon die Kohle komplett raus. 250 Kohle hat er durchgebracht. Ja. Nicht schlecht. So, dann heißt es jetzt für mich, ich muss ja auf jeden Fall hier rein. Beziehungsweise, ha, genau. Ich habe hier ein bisschen Stromversorgung. Das heißt, ich kann auf jeden Fall da schon mal was machen. So, wir gehen jetzt auf 100. Oh, der braucht auch das Basic-Fließband. Ohne den geht nichts. So, dann haben wir die jetzt schon beide gebraucht. Also ich möchte dann, wenn schon, das nächste Fließband haben als Standard. So, das setze ich mal mit hier ein. Ja, und das ist jetzt nur noch eins, was man rauskriegt. Also, wenn man sich vorstellt, die hat man ja gar nicht. Da kriegt man dann zwei raus. Das ist eigentlich das, was man da zwei kriegt. Dann sage ich, ist nicht Verbilligung oder sonst was.
So, dann haben wir schon mal das. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, ich brauche einen Greifarm. Das ist eigentlich auch was. Ich schaue mir den Greifarm an. Dafür brauche ich einfach einen elektronischen Schaltkreis. Und das Zahnrad. Ich muss auch hier Zahnräder erstmal machen. Und wir gehen wieder gucken, ob wir genügend Eisen haben. Haha, haben wir nicht, weil momentan verarbeiten wir ja nur das Erz. Dafür haben wir ja die. Das heißt, die müssten wir jetzt auch dann anfangen, demnächst mal vernünftig aufzustellen. Weil sonst wird es witzig. So. Sehr gut. Aber es laufen schon mal 6 und jetzt laufen gleich 9. Da kann man nicht sagen, dass da nichts läuft und nichts vorangeht. Ja, wenn man sich so vorstellt, ne, es sind schon 2 Stunden Spielzeit rum. Fast. Fast. Nicht ganz. Fast. Wenn man so mal sagt, ne, dass da mal immer so 5 Minuten wegen rumstehen ist zwischen den Folgen. Ja, aber, ne, wenn man sich das vorstellt, das wäre ein bisschen aggressiver und die wären näher dran, da wäre ich schon hier Remi-Demi. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ja, ich hätte gesagt, die Grünen erforschen wir jetzt auf jeden Fall. Oh, und jetzt ist das Licht an. Das heißt, ab jetzt ist auch das Radar an. Und wenn wir jetzt auf die Minimap, weiß nicht, warum, dass ich immer J eingeben will. Keine Ahnung. Aber jetzt läuft das Radar eigentlich ganz langsam rum. Ich glaube, von seiner Position aus. So schneckenförmig. Und irgendwann sieht man es blinken und auf einmal sieht man, dass dann sich ein bisschen das Feld aufgedönst hat. Und diese Radare haben noch einen Vorteil, finde ich. Und zwar, wenn ihr nicht wollt, dass eure Basis angegriffen wird. Einfach einen Bereich irgendwo hinbauen, wo man sagt, okay, da stelle ich ein Radar hin. Macht mir jetzt nichts aus, wenn das dann auch zerstört wird. Und man stellt noch daneben dann ein paar schöne Türme, am besten mit Mauern eingeschlossen. Dann hat man nämlich erstmal seine Ruhe, weil die Viecher mögen die absolut nicht. Das ist sozusagen Angriffsziel Nummer 1. Für die Würmis. Und so kann man sich ein bisschen die Viecher von dem, was wichtig ist, weghalten. Natürlich jetzt total clever, dass mein Radar halt genau in der Bereich ist, wo der Strom halt drin ist. Also das Wichtigste. Aber nobody is perfect. Dann schauen wir mal. Ja, müsste eigentlich reichen. Ja, leider nicht ganz. Aber ich kann mal runterflitzen. Und die nächsten Steine müssten durch sein. Beziehungsweise ich lade schon mal vorbei vielleicht. Na, 205. Ich habe noch genügend. Aber ich brauche halt auch Mauern, ne? Ich weiß, sehr viele lassen das offen gestalten, haben das offen gestaltet. Macht vielleicht auch irgendwann Sinn, dass wir sagen, okay, wir lassen das offen. Wir planen da ein bisschen anders. Dass man dann vielleicht sogar in irgendeiner nächsten Staffel sagt, okay, man macht die Big City-Dinger dann 75 groß oder so.
Das muss man alles mal dann. So, über sich ergehen lassen. So. Das heißt, wir bauen jetzt die auch noch mal rein. Da nehme ich noch mal ein paar mit. Da habe ich 1000 Stück drin. Das ist super. Und den kann ich abbauen. Brauche ich nicht. So, und den kann ich auch abbauen und das mit, weil der ist auch leer. Und du hast noch 709 Stück. Ist in Ordnung. So, und jetzt habe ich das Eisenerz schon auf 46 Stunden runter. Bin ich schon bei 45 Stunden. Nicht schlecht. Dann hängen wir da noch ein paar Zahnräder mit rein. Und hier noch ein paar Platten. Dann hätte ich gesagt, klären wir die mal auf. Und die restlichen Platten haue ich hier rein. Ich ziehe mir hier irgendwas aus. So. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal alles soweit drin. Dann können wir hier schon mal wieder umziehen. Es könnte notfalls reichen, aber ich habe da meine Bedenken, weil ich die Seite auch noch nicht habe. Und der Wahnsinn, wie viel Material das da drauf geht. Ich hier eigentlich. Ja, ich habe genügend Sachen dabei. Fabriken habe ich auch genügend. Das ist ja überhaupt kein Thema. Dann hätte ich mal gesagt, tu die mal rein und hau mal ein paar Steine durch. Und was ich hier auch machen kann, ich kann hier auch noch mal einen Ofen hinschmeißen. Und hier noch mal 250 durchjagen. Wäre auch mal super. So, dann haben wir einiges geschafft. Mining Drill Research. Ach komm, was soll der Geiz? Wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich immer, dass das durchläuft. Wird auch, glaube ich, momentan genügend unten produziert. Bis wir dann hier so weit sind, dass man sagen kann, okay, es ist jetzt alles fertig. Ich kann das dann sozusagen in die jeweiligen Teile hier reinhauen. Und ich hau mir auch gleich eine rein. Wahnsinn! Es ist schon wieder die komplette Kohle verschwunden. Voller die Waldfee. Also da müssen wir auch jetzt auf jeden Fall mal gucken. So, das heißt jetzt, wir brauchen 1, 2, 3. So, wir bauen jetzt uns mal schnell 6 Heizkessel. Da kommt noch eine Maschine hier hin. Die Maschine wird militärisch, weil ich will jetzt hier mal anfangen. Nächsten Sachen zu planen. So. Problem ist nur, die sind die Lampen dran. Aber die Lampen sind das wenigste Problem. Weil die sind nämlich noch nicht gesetzt. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte das Zeug hier kopieren, sagt der, ist kein Problem. Genau.
So, dann können wir das nämlich jetzt hier mal setzen. Hier setzen. Hier setzen. Hier setzen, dann haben wir schon mal einen kompletten, der leer ist. Ja, und jetzt kommen sofort die Robbys zum Einsatz. Brauche ich mich da schon so halt nicht mehr drum kümmern. Problem ist nur, ich sollte mir mal demnächst Kohle besorgen. Der arbeitet doch schon nicht mehr, ne? Und dann hauen wir mal bitte gleich nochmal 250 Stück rein. Und wir gehen nach unten und suchen uns Kohle. Kupfer brauche ich momentan nicht. Ich bin ja momentan so, die 96 Stück kommen da rein. So, dann baue ich die zwei auf jeden Fall ab. Die lasse ich laufen. Und den Käse baue ich jetzt auch gleich ab. Und nehme den auch gleich mit nach oben. Ich merke schon wieder, die Stromkabel schauen hier schon wieder aus wie wohl so ein Kontinent oder so andersrum. Ja, die haben ihre Baustelle gesehen, ne? Und egal wie weit ich jetzt weg bin, die wollen dahin. Die düsen da rum. So. Inventar ein bisschen leer kriegen. So, da gehen da jetzt jeweils 250 Stück rein. Dann ist das schon mal nicht schlecht. Dann habe ich jetzt noch einen zweiten Ofen. ...125 Stück davon rein. So. So schnell wie ich jetzt die Steine habe, habe ich es jetzt auch gleich wieder los. Schon sehe ich wieder welche rauschen. Ja, momentan habe ich noch genügend Steine. Und wir bauen uns nochmal schnell zwei Schmelzöfen. Davon. Wir brauchen Steine. Komm, wir wollen jetzt die Blaupause dafür noch erstellen. Wäre nämlich nicht schlecht für den Untergrund. Ja, was mir am meisten fehlt, sind die Steine hier. Ja, es fehlt noch ein bisschen was und ich muss noch die Wege ziehen. Innen drin. Ich meine, es gab mal 24 Stück und die sind schneller weg, als ich sie raus habe. Komm, wir setzen nochmal zwei. Auch hier nochmal. Selbe Spaß. Lassen laufen. So, 164 Stück hat er davon gemacht. 114 hat er davon gemacht. So, wie viel haben wir denn? Kriegen wir 500 zusammen? Perfekt, lassen wir laufen. So, dann haben wir jetzt dann hier den Bereich. Dann hätte ich gesagt,
Ziehen wir hier mal nach draußen. Da kann ich mir nämlich jetzt auch gleich noch die hier aufstellen. Der macht das. Und der macht das. Da kommen jetzt da mal 250 hin und gleich mal 1000 Stück rein. Dann haben wir uns auch wieder hier unsere Ruhe. Und der arbeitet nicht, weil er leer ist. So, 250. Wir laufen nochmal schnell beim Stein vorbei. Hoffen wir mal, dass wir genügend haben. Sonst müssen wir das demnächst auch nochmal ausbauen, dass wir da noch mehr haben. Stein hält jetzt noch 89 Stunden. Das werden wir radikal reduzieren, vermute ich. So, jawohl. Genügend haben wir auch. So, dann machen wir hier nochmal schnell auf die Kohle. Machen wir auch mal schnell 250 rein, dass das mal läuft. Genügend Steinchen. Müssten wir jetzt auch haben. So, dann gehe ich jetzt auch einmal komplett durch. So, und unser Underground für den City Block ist fertig. So, dann kommst du jetzt auf die 0. Da kommt jetzt mein Buch rein. Dann machen wir die Blaupause. Das müsste jetzt komplett passen. Ne, also man sieht es gerade, ne? 636 von diesen schönen Ziegelsteinen braucht man. 320 Kies und 148 Kohle. Also ist nicht gerade sehr wenig. So, als Blaupause für den Namen, das ist City Block. Es ist ein 50er. Ich speichere mir das so ab, dass ich es auch irgendwann mitnehmen kann. So, wenn wir mal andere LPs anfangen, kann ich ja immer dann auf die hier verweisen, wenn man es sehen will, wie ich es gemacht habe. Also City Block 50er und dann ist es der Underground. Jawohl, dann haben wir es gespeichert. Am Raster könnten wir es sogar noch ausrichten und ich möchte jetzt die Blaupause erstellen. Wir gehen mit Rechtsklick hier rein und wir legen den City Block 50er ab. Perfekt. So, das heißt, wir haben jetzt auch genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben den City Block fertig und als Blaupause abgelegt. Und dann sind wir auch für die Folge durch. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, rein in die Kommentare damit. Wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen. Dann weiß ich, dass ich alles richtig mache. Und wenn ich nicht alles richtig mache, wie gesagt, in die Kommentare und sagen, was ich noch falsch mache, was ich mich verbessern soll. Dann werden wir das auch tun. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.